Hey Leute, was geht? Ich hoffe, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für ein sehr hoch angekündigtes Video, für mich persönlich zumindest. Und zwar reagieren wir heute auf Youth in the Shade von Zero Base One. Ja, das ist die Gruppe, die in Boys Planet zusammengestellt wurde. Und da ich mir Boys Planet in meiner Spanienzeit angeguckt habe und mich sehr verliebt habe in die Jungs, nicht in alle, in manche mehr als in andere. Aber da ich generell die Jungs super, super krass sympathisch fand, habe ich mir gedacht, okay, sie sind jetzt in meinem Raster, das heißt, wir müssen uns deren Debüt auch angucken. Ja, das Ganze sind, glaube ich, 6 Lieder und eins davon ist ein Solo von Zhang Hao. Zhang Hao? Zhang Hao? Schwer. Ja, weil er Platz 1 in Boys Planet geworden ist, das heißt, er durfte ein Solo haben. Ich bin gespannt, sehr gespannt. Ich habe ein paar so Ausschnitte aus In Bloom, das ist der Titeltrack, gesehen, aber nicht viel. Und sobald ich gecheckt habe, oh, das ist das Lied, habe ich direkt wieder weg. Von daher, wirklich vor Augen habe ich es absoluterweise nicht, Gott sei Dank. Ja, ich würde sagen, wir liegen direkt los. Was sind meine Erwartungen? Ich hoffe, es ist gut. Also, die Jungs sind auf jeden Fall sehr talentiert. Ganung finde ich super, tänzerisch, Yujin super toll. Ja, ich meine, Hanbin wurde ja sowieso in den Himmel gelobt wie nichts anderes. Tedes Stimme finde ich super. Also, alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Line-Up und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich hoffe, dass mich das Album genauso begeistert, wie es die Jungs an sich tun. Ja, let's go! So, das erste Lied, was wir uns heute angucken, ist Back to Zero Base. Wie gesagt, das Einzige, was ich so ein bisschen gehört habe, sind 1-2 Sekunden von In Bloom. Von dem Rest des Albums habe ich keine Peilung. Ich bin noch auf der Suche nach einem Bias. Am Anfang habe ich gedacht, es wird auf jeden Fall Jiyoung, weil Jiyoung ist das Schönste, was mir hier untergekommen ist. Also ich finde, wow. Aber Yujin gibt mir tatsächlich eine Menge. Ganung gibt mir eine Menge. Also naja, ich bin noch unsicher, Freunde. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go. Is it a new start or the end? No one has I got it. The 평행선이 falling slowly. 이제 모든 게 새롭게 시작돼 어둠 속에 느껴진 떨림 Yeah I'm falling Tell me is it real? Real Tell me is it real? Real 막이 오르면 멈출 수 없어 Ich muss ja voller Ehrlichkeit sein, als es angefangen hat, ich war kritisch. Ich war suspicious. Ich fand Yujins Anfang jetzt nicht amazing. Aber es ist besser geworden. Besser ist es geworden. Ich finde die Melodie eigentlich ganz nice. Ich finde, jeder der Jungs hat sich bisher fantastisch angehört. Allen voran Zhang Hao, Matthew und Gyuwin fand ich auch sehr, sehr gut. Ricky auch. Ich fand von allen Jungs, der mich am meisten überrascht hat, dass er debütiert. Ich meine, ich wusste, bevor ich die Sendung geguckt habe, wer es in die Band schafft. Aber wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte mich am meisten Ricky überrascht. Aber ich fand, er hörte sich auch in dem einen Satz, den er hatte, super an. Bisher sehr positiv. Okay, mir gefallen auf jeden Fall die Strophen sehr, sehr viel besser als der Refrain. Der war jetzt so ein bisschen underwhelming, also sowohl vom Text her als auch von der Melodie. Aber die Strophen gefallen mir sehr, sehr gut und ich finde, die Jungs klingen auch amazing in den Strophen. Die Partverteilung auch sehr fair für 9 Leute. Also ich finde, Yujin könnte man noch ein bisschen mehr heranbringen, aber grundsätzlich finde ich es bisher sehr fair, auch wenn man bedenkt, dass wir noch keine 2 Minuten gehört haben und das Lied generell keine 3 Minuten geht, finde ich das vollkommen okay. Also es ist jetzt kein Lied, wo ich sage, es ist mein neues Lieblingslied, aber das kann man sich auf jeden Fall anhören. Also ich glaube schon, dass es seinen Weg in mein Spotify finden wird.
mir leid, die klingen doch alle fantastisch. Oder? Also, ich meine, ich habe die Sendung ja gesehen, aber so wirklich stimmlich herausgestochen von allen, die wir hier sehen, ist für mich nur Tere. Und die anderen waren halt in anderen Sachen gut oder hatten gute gesangliche Momente. Aber zum Beispiel habe ich den Hype rund um Hanbin. Ich meine, ich mag Hanbin auch. Ich finde, er sieht aus wie eine Mischung aus Do Young von NCT und Lino. Muss ich sagen, wie es ist. Ich finde, er ist sehr handsome. Aber so diesen Hype um ihn habe ich jetzt... Ich habe nicht verstanden, warum er immer, also fast immer Platz 1 war. Aber jetzt, wo ich die ganzen, also wo ich alle Jungs zusammen sehe als Einheit, boah, die haben ja keine Schwachstellen. Amazing. Ja, also wie gesagt, kein neues Lieblingslied oder so oder ein Lied, was mich kompletterweise umhaut, aber die Jungs jetzt so in Einheit zu sehen, also hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es jeder verdient hat, da in die Gruppe zu kommen, absolut. Mega, also fand ich auf jeden Fall besser, als ich erwartet hatte. Yay! Okay, dann gehen wir jetzt zum Titeltrack, welcher wäre In Bloom. Ich hoffe, das Video gefällt mir natürlich auch. Das hier finde ich jetzt schon mal schön. Ich fühle mich momentan sehr hingezogen zu Blumen, muss ich sagen, wie es ist. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf deren Stage-Presence, beziehungsweise vor der Kamera, also in einem richtigen Musikvideo-Dreh-Setting. Ich bin gespannt, wie es ist. Let's go! Okay, also bisher finde ich es sehr schön anzusehen. Ich meine, die Jungs sind ja auch einfach wunderschön, da müssen wir auch gar nicht lügen. Jiung, stimmlich. Oh, very good. Very good. Also bisher, nice. Yes, because of you. I like it. I like it. Yeah, also ich finde, es passt sehr gut zu jedem der Jungs. Also vielleicht am ehesten nicht zu Ricky, aber der Junge kann ja adaptieren. Finde ich sehr, sehr gut. Also ich finde das Lied sehr nice. Also das Video ist mal was Neues. Ich finde, das hat was Besonderes. Die Jungs machen das besser, als ich erwartet hätte. Very nice. Matthews Stimme gibt. Ricky hat in diesen paar Sekunden mehr gegeben als in komplett Boys Planet. Ihr müsst auch nicht versuchen, mich da umzustimmen. Ich habe in Boys Planet nicht verstanden, wieso er es in die Gruppe geschafft hat, aber das war amazing. Ich meine, ihr müsst nicht denken, dass ich nicht froh war, weil bevor ich Boys Planet überhaupt gesehen habe, war das Einzige, was ich so richtig aufgenommen habe, war Young and Rich, Tall and Handsome, Baby Ricky. Okay, und ab dem Moment wollte ich, dass er es in die Gruppe schafft. Aber ich habe halt beim Gucken der Sendung nicht verstanden, woher seine Anrufe kamen oder seine Punkte und so. Aber das war sehr gut. Und Matthew in Blond. Okay. Mega
nice, mega nice. Also ich finde, Zhang Hao und Hanbin kriegen natürlich wieder sehr, sehr viel Screentime. Das war ja in Boys Planet genauso. Ich hoffe, dass sich das nicht durch deren komplette Karriere zieht. Wisst ihr, also ich möchte schon auch einen Gyuvin sehen, einen Ganung sehen, einen Tede mehr sehen. Ja, also ich wünsche mir da schon eine bessere Aufteilung, würde ich sagen. Aber das wird schon noch so. Das wird schon noch. Das kreide ich denen jetzt nicht an. Ich wollte es nur schon mal angesprochen haben. Und irgendwie finde ich, hat das Ganze so ein bisschen so ein Oldschool-Feeling. Gefällt mir voll gut. Aber das ist eine gorgeous Gruppe, ne? Also ganz ehrlich, das sind wirklich wunderschöne Jungs. Männer sage ich nicht. Ich meine, Jiyoung ist ein Mann. Aber Eugene ist, glaube ich, schon 2007. Hier, Baby. Aber gorgeous. Gorgeous und ich bin so begeistert von allem. Ich bin so happy, dass sie mir so gut gefallen. Und ich liebe, oh, ganz schlechtes Standbild, Entschuldigung. Ich liebe auch, wie krass man sieht, dass da Geld reingeflossen ist. Also die vielen Szenenwechsel, die vielen Effekte, die Klamottenwechsel. Ja, ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, dass die Investition in diese Gruppe genauso bleibt und noch mehr wird. Und ich hoffe auch, dass sie länger eine Gruppe bleiben, als es für solche Sendungen üblich ist. Weil es würde schon mein Herz brechen, wenn die sich nach anderthalb Jahren, zwei Jahren oder so trennen. Fände ich traurig, muss ich sagen. Begeisterung. Begeisterung. Also ich hab schon damit gerechnet, dass mir zumindest der Titeltrack gefallen wird. Habe ich schon, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass das müllig wird. Habe ich nicht. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es so gut finden würde. Also ich finde, jeder der Jungs hat wirklich einfach rausgehauen. Sie sahen fantastisch aus. Das Konzept des Videos war super. Das Lied hat super gut zu denen gepasst. Die Tanzschritte waren super. Ich bin sehr begeistert. Sehr begeistert und sehr, sehr happy. Okay. Dann machen wir weiter mit New Kids on the Block. Bitte nicht. Ich hoffe, die Begeisterung geht natürlich weiter. Schön wäre es. Wir haben hier die Bilder noch gar nicht angesprochen. Welche Bilder finden wir denn am schönsten? Ich muss tatsächlich sagen, Gyuvin. Ich finde, Gyuvin sieht super aus in dem Bild. Naja, let's go. Okay, also Cubans Part jetzt der erste, wo ich sage, hat mir jetzt nicht so viel gegeben, aber grundsätzlich finde ich auch dieses Lied ganz gut. Ich finde, es klingt frisch, es passt auch hier einfach sehr gut zu den Jungs. Ich finde, bisher konnte man gute Facetten zeigen, jetzt schon in den drei Liedern, die wir bisher gehört haben. Fantastisch, fantastisch. Okay, da
das ist jetzt wieder auch so eine Sache. Also ich weiß nicht, so diese One-Liner, die mehr so in den Sprechgesang gehen, haben mir jetzt sowohl bei Given als auch bei Matthew nicht so gut gefallen. Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Das kann ich ignorieren. Der Rest des Liedes gefällt mir gut. Man muss ja auch wieder sagen, wie gut Jiung und Ganuk zusammen harmonieren. Amazing. Ich finde, Jiung hört sich hier sehr viel besser an, als er es in Voice Planet getan hat. Stimmlich sehr gut. Ich wusste auch nicht, dass seine Stimme so tief ist. Lieben wir. Ja, also Eugene fand ich gerade wieder sehr, sehr nice. Bisher gefällt mir Given in dem Lied nicht so gut, aber das ist auch einfach, weil mir die Parts, die ihm gegeben wurden, nicht so gut gefallen. Ich hoffe, dass er noch einen Part kriegt, der halt weniger in dieses Sprechgesang-Ding geht und dass er mir dann vielleicht besser gefallen würde. Ich hoffe auch, dass wir im Laufe von der Karriere dieser Gruppe Tae sehen, wie er wirklich raushaut. Das hat er im Boys Planet gezeigt, was er für eine super Stimme hat. Also das vermisse ich noch ein bisschen, aber sonst bin ich sehr zufrieden. Zu sagen, dass dieses Lied vielleicht von denen, die wir bisher gehört haben, am wenigsten gefällt. Einfach weil das am ehesten Teile hat, die ich halt nicht so gut finde. Ich finde, am wenigsten zeigen, was sie können, tun halt Matthew und Given. Ja, also Matthew kriegt ja jetzt hier nochmal einen Moment. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt oder dass das zumindest in den anderen Liedern, die wir noch haben, nachgeholt wird. Ja, aber selbst das Lied, was mir jetzt bisher am wenigsten gefällt, immer noch ein gutes Lied. Und dieses New Kids on the Block, also die Melodie da, gefällt mir mega gut. And we never come down. There's the new kids on the block. Yeah. We're going up, going down. Keep talking the sound. So hot, so fresh and coolish. We're the new kids. We're going straight to the top. Don't you still want the vibe? We're the new kids on the block. We're the real kids. Fans like beat it, but it is. 전부 뒤집어 놔. We're the new kids on the block. Ja, eine andere Sache, die ich halt kritisieren muss, ist halt, dass ich es normalerweise nicht so gut finde, wenn immer dieselben Members immer dieselben Teile singen. Also Hanbin und Jungho haben sich ja basically den Refrain komplett aufgeteilt untereinander und kein anderer hatte da einen Teil drin. Oder dass Matthew die ganze Zeit dieses Hello Rookies oder sowas singt. Wisst ihr? Also ich mag Abwechslung, aber ist jetzt auch nicht der größte Kritikpunkt. Ja, also wie gesagt, von den Liedern, die wir gehört haben, das, was mich am wenigsten mitgenommen hat, aber schlecht war es jetzt auch nicht. War ein absolut okayes Lied. Auch hier gab es Momente, wo ich finde, dass die Jungs das fantastisch gemacht haben. Alles in allem sehr zufrieden bin ich. Okay, dann das nächste Lied ist And I. Süß den Jungs aus, okay. Och, wie süß, Eugen looking like a whole ass baby. Nee, also da kann ich kein Favorite aussuchen, die sehen alle super aus. Okay, dann let's go. Ooh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 오늘도 난 예뻐, 다 너만 봐. And I'm so, so fine. 널 보면 그래 별 수 없지 뭐. 어차피 지는 게임 알아도 몰라 네 앞에서 면나 We jet lag We don't play 시도와 금세 진심을 못 잡네 이 감이 귀찮게
Okay, bisher finde ich, die Jungs machen es fantastisch. Freut mich, dass wir Given auch noch ein bisschen mehr gehört haben. Eugene hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, also ich finde es gut, aber das Lied spricht noch nicht so krass mit mir. Okay, es wurde besser. Also der Refrain hat mir jetzt auf jeden Fall schon mal besser gefallen. Und was ich wirklich sagen muss, ist, bisher finde ich, gibt es kein Lied in dem Album, wo ich sage, okay, das passt nicht zu den Jungs. Wisst ihr? Also ich habe schon das Gefühl, dass die Essenz von den Jungs gut aufgefangen wurde und dass die Leute, die für die Lieder verantwortlich waren, einen guten Grip an den Jungs hatten. Wisst ihr? Also dass die Jungs gesehen haben und genau gesehen haben, okay, in das passen die, das machen die gut. Wisst ihr? Also das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Die Zusammenarbeit von Matthew und Ricky gerade war auch nice. Doch, also je länger das Lied geht, desto besser gefällt es mir auf jeden Fall. Es gefällt mir auf jeden Fall besser als New Kids on the Block. Besser als Back to Zero Base weiß ich noch nicht. Da bin ich noch am Überlegen. Aber In Bloom wird hier auf jeden Fall nicht getoppt. Das finde ich aber auch einfach spannend, weil ich habe ja jetzt schon 15 Mal gesagt, dass ich wirklich nicht also verstehe, wie Ricky es geschafft hat. Und irgendwer hat ja aber offensichtlich Ricky gesehen. Oh, Entschuldigung, ich bin die ganze Zeit gegen den Tisch am Hauen. Irgendwer hat ja offensichtlich Ricky gesehen und sich gedacht, okay, der passt auch in diese Gruppe rein und er zeigt hier in diesem Album, finde ich, so viel mehr, als er es bei den Performances getan hat, muss ich sagen, wie es ist. Ich finde, bei den Performances hatte der eine krasse Stage-Presence, aber stimmlich hat er mir nicht viel gegeben. Und das jetzt gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe auch einfach nicht damit gerechnet, dass deren Stimmen so gut miteinander harmonieren würden, wenn die halt harmonisieren und so. Och, geil. Gut, also muss ich sagen, wie es ist. Ich bin so hart positiv gestimmt. Also finde ich Debütalbum von einer Gruppe, die nicht mal zusammen trainiert hat. Wahnsinn. Wie gesagt, also ich bin sehr begeistert davon, wer auch immer dieses Album zusammengestellt hat, wer das geschrieben hat und so weiter und so fort. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Very nice. So, das letzte Lied, was tatsächlich alle Jungs zusammen singen, ist Our Season. Ich bin gespannt. Okay, Bilder. Juven gibt natürlich wieder... Oh, Ricky. Wie kann es sein, dass Ricky schon wieder so viel anderes gibt als die anderen Jungs?
einfach crazy. Matthew looking like a baby, lieben wir. Ja, so ein Lied darf natürlich auch nicht fehlen, ne? So appreciaten, okay, wir sind auch nicht so close, wie wir es vielleicht könnten, aber wir haben denselben Dream und so, ach, war klar, dass es so ein Lied auch noch geben würde. Ja, auf jeden Fall kein schlechtes Lied. Finde ich schön, dass es das gibt. Aber haut mich jetzt nicht so um, wie manch andere Lieder es getan haben. Ja, das ist halt so ein Lied, was ich absolut okay finde, aber es müsste jetzt nicht unbedingt seinen Weg in mein Spotify finden. Ich finde es absolut sinnig, dass sie so ein Lied in ihrem Album haben, aber ich finde, es hebt sich jetzt nicht so ab von anderen Liedern, die es halt schon gibt. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist absolut okay, die Jungs machen das super, aber ich bin nicht verliebt. Also in dem Lied finde ich Matthews Teile nicht so gut. Aber all in all muss ich sagen, dass mir Hanbin hier sehr, sehr gut gefällt. Also nicht nur in dem Lied, sondern in dem kompletten Album. Mir war von vorne, also Dummheit. Ich wusste ja von vornherein, wer es in die Gruppe schafft. Aber selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre mir klar gewesen, dass Hanbin es schafft. Und ich habe das halt beim Gucken, so den kompletten Hype, ich habe ihn nicht gesehen. Klar ist der Junge talentiert, ein super Lieber und so, sehr hübsch. Aber ich habe nicht so verstanden. Ich finde, hier in dem Album zeigt er auf jeden Fall... Oh, ich hab geknackt. Oh, da kommt wer. Eine Sekunde. Okay, Freunde, ich scheine weitestgehend in Ruhe gelassen zu werden. Dann hoffe ich, dass sie dieses Video noch kurz zu Ende kriegen, bevor ich unten Hallo sagen muss oder so. Ich glaube, ich war bei Hanbin. Ich glaube, ich wollte einfach nur noch sagen, dass er hat auch schon in Boys Planet verdient, gezeigt, warum er es verdient. Aber für mich persönlich zeigt es in diesem Album nochmal sehr, sehr viel stärker. Ich finde auch, dass Jiangs Stimme sehr, sehr wechselhaft ist. Also ist das ein Wort, weiß ich nicht. Aber ich finde, eben klang er doch sehr, sehr viel tiefer, als er es jetzt tut. Mega gut. Das ist mir, wie gesagt, bei Boys Planet nicht aufgefallen. Aber schön, dass er es hier zur Geltung bringen kann. Auch das Ende von Teddy sehr, sehr gut. Also,
Klar, es ist nicht komplett mein neues Lieblingslied, aber man kann hier auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Lied ist. Absolut nicht. Ich finde, man hat da gemerkt, wie viel Arbeit da reingeflossen ist von den Jungs, die von Trainees zu Debütanten wurden, zu Idols. Finde ich einfach schön, ich fühle das so mit und eigentlich finde ich finde das sie gut. Ich finde das sie gut, wie gesagt, nicht absolut mein Favorite, aber es ist ein gutes Lied. So, und dann kommen wir zu der Belohnung dafür, dass Zhang Hao der erste Platz geworden ist, und zwar seinem Solo-Lied Always. Ich verstehe, dass es eine Belohnung dafür gab, erster Platz zu werden, aber ich finde, es hätte gereicht, wenn es halt der Killing Part in Bloom gewesen wäre. Ich finde nicht, dass ein Solo unbedingt hätte sein müssen, aber da es jetzt eins gibt, freue ich mich natürlich und ich hoffe, dass die anderen Members auch Solos kriegen. Auch wenn sie nicht Platz 1 geworden sind. In späteren Alben. Ich wünsche mir für jeden Member ein Solo. Schön wär's. Okay, let's go. Okay, das Lied geht auch nur ein bisschen über 2 Minuten. Das finde ich natürlich auch krass. Stimmlich ist er super, sehr, sehr gut, aber so kennen wir ihn. Ja, geben tut mir das Lied nichts. Always, 나와 같이 걸어줄래? Always, 서로에게 발을 맞춰 함께 걸어가. 설레는 너와 내 발걸음 늘 지금처럼. Always, 밤하늘의 별들처럼. Always, 같은 자리 같은 시간 속에. Schön, dass er mit seiner Stimme so hochgehen kann. Ich finde nicht, dass es sich sehr sicher anhört, aber okay. Refrain hat mir auf jeden Fall besser gefallen als die Strophe, aber wenn das Lied nur knapp 2 Minuten geht, weiß ich jetzt auch nicht, wie notwendig das war. Wie gesagt, ich habe es ja nicht gebraucht. Das Lied kann man sich auf jeden Fall anhören, aber ich finde nicht, dass das Album viel verlieren würde, wenn es fehlen würde. 우리가 남긴 발자국이 끝이 없이 이어져 또 새로운 길이 돼. Always 더큰 꿈에. Always 나와 같이 걸어줄래? Ja, also stimmlich war der Moment natürlich gerade eine absolute, also sehr, sehr gut, sehr, sehr Wahnsinn, amazing, amazing, mega, mega 10-10. Wie gesagt, den Refrain finde ich eigentlich ganz nice, aber alles in allem, das ist jetzt nicht mein Lieblingslied. Also ist okay, nähere Gefühle habe ich dazu nicht. Okay, ich packe den Screen weg, wir reden. So, Friends, also alles in allem bin ich sehr, sehr begeistert mit dem Album. Für ein Debüt absoluter Wahnsinn, für ein Debüt einer Gruppe, die sich nur zusammengefunden hat wegen einer Competition-Show. Mega. Ich hatte da auch ein bisschen Angst vor, weil mir Island, ich meine, die Sendung hat mir gefallen, aber es hat nicht wirklich geholfen, mich in Hyphen näher zu fühlen. Das ist anders hier. Also ich fühle mich den Jungs auf jeden Fall näher durch die Sendung. Meine Reihenfolge ist auf jeden Fall, mein Favorite ist In Bloom. Dann würde ich sagen, And I. Dann Back to Zero Base. Dann Our Season, glaube ich. Dann New Kids on the Block und dann Always. Würde ich sagen. Vielleicht auch Always vor New Kids on the Block, das weiß ich nicht. Aber alles in allem bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Debütalbum. Also, da lässt sich ja nichts sagen. Besonders der Titeltrack hat mir super gut gefallen. Die Jungs haben das fantastisch gemacht. Stimmlich mega gut. Da lässt sich auch nichts gegen sagen. Ja, ich bin sehr, sehr happy und ich hoffe, dass deren weitere Karriere genauso weitermacht oder besser. Ja, ich freue mich einfach. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!